Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising World mit dem Box, den Sandredlers. Hallo. Und dem Tro. Mit Flo. Ah ne, Jo meine ich. Ach ja, egal. Tro mit Flo, also schmeiß ihn aus dem letzten Nein, nein. Steckt uns an. Nein. Nicht mit Flo, sondern mit Flow. Mit Flow, und genau. Und jetzt sing. Los. Oder rap. Tu irgendwas. Los! Du hast sie überfordert, zu spät. Ja. ich rap jetzt was, ja? Ich rap jetzt was. Warte. Okay. I'm dreaming in the sunshine. I dream of all the people are talking to my lifetime. Different cultures, different nations. Happy people, lucky. Egal. Oh, der Kamikaze Kakadu. Was Eigenes. Nein. Ach, was Eigenes. Ich bin der Tro, I got the flow. Der Pox, der geht mir so was von aufs Klo. oder so. Außen steht eine Weide. Die ersten zwei waren ja noch ganz okay. Der Rest war eher so semi-professionell. Gut. Also, ich baue jetzt hier weiter an der Straße von der. Wie ist eigentlich der Charname von deiner Freundin hier, damit ich auch mal weiß, was ich überhaupt baue? Eine Straße baust du? Was hat das mit dem Charname zu tun? Für wen ich diese Straße genau baue. Ich möchte auch mal Namen sagen hier. Der Nickname. Ja, wie heißt du denn? Sag's uns doch mal. Ich weiß nicht, für welches Spiel hättest du das denn gern? Ja, jetzt hier. Hier wär's Lyca. Was? Lyca. Lyca. Nee, ja, das L kannst du streichen. Sollte eigentlich ein L sein, aber. Oh mein. Ich vertrag's nicht. Oh mein Gott. Ach, Pox, halt die Klappe. Ja, Pox? Ja, na endlich antwortet, mein Gott. So, das hab ich auch. Kann ich endlich meinen ersten Raum bauen. Juhu. Ich hoffe, ich schaff das diesmal. Ich dachte, der wäre schon fertig. Fast fertig. Ich fange jetzt an, aber fast fertig. So, jetzt bin ich hier. Jetzt muss ich mal hochfliegen. Oh, liebe Leute, direkt an der Erdschicht. Da habe ich aber noch einiges vor mir. Da habe ich ja wirklich noch einiges vor mir. Oh mein Gott. Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Ist gut, Cartman. Hallo? Ihr habt Kette getötet. Oh, das geht. Eigentlich Problem. Keiner? Ah, keiner. Ihr Schweine! Sorry, ich musste die richtige Stimmlage finden. Ihr Schweine! Kommt schon, das klang jetzt echt wie ein geschlachtetes Schwein. Du mit deinem trainierten Gesangskehlkopf. Habt ihr auch manchmal so das Verlangen, Tor einfach rauszuschmeißen? Nein. Ich würde ihn gerne einladen. Was? Nein, klein Error. Oh, cool. Oh, Henki. Ja. Rennst du wieder nebenbei? Nein, gar nichts. Kostet 5 Euro in die Client-Error-Kasse. Ach so, damit du den Server weiter betreiben kannst, ohne Geld auszugeben, ja? Was, wir haben eine Client-Error-Kasse? Ja. Warum weiß ich davon nichts? Keine Ahnung. Echt? So. Weil ich die erst gerade erfunden habe. So, jetzt muss ich erstmal hier gucken. Gehe ich jetzt hier hoch oder. Wie mache ich das denn jetzt? Also eine Schwester schon wieder, wollte ich sagen. Ja, ist okay, Tro, ist okay. Da kommen die Wahrheiten raus, Das ist einfach so. Richtig. Also deine Freundin ist jetzt, sag ich mal, schon ein bisschen angebunden an uns, minimal. Ja, dann ist ja gut. Aber... Wir sind uns angebunden? Ach. Das dauert halt noch ein bisschen, bis es hier wirklich komplett fertig ist, weil ja, so viele Steine habe ich nicht. Mach dich keinen Stress. Ich wundere, dass Sandrillas Freundin sich von uns anbinden lässt, ne? Ach, Pox. Geh dich einfach aufhängen. Nee, du, lass mal. Das habe ich auch schon versucht, Sani. Das funktioniert leider nicht. Was, das Anbinden oder das Aufhängen? Ach, such's dir aus. Ach, beides irgendwann geht das schon. Jo, irgendwann geht das schon, aber es wird halt stressig dann mit der Dauer, ne? So. Ja.
Man muss halt damit leben, ja. Es ist halt hart mit Pox, ne? Also ihr müsst verstehen, ich muss ihm jeden Morgen seine Medizin geben, weil er ansonsten nicht wirklich klar denken kann. Ja, was ich mir noch aufzumerken. Jetzt mal so abseits des Mülls, den wir hier veranstalten. Ich hätte noch ganz gerne, dass man sich aussuchen kann, ob man die Lampen auf den Tisch stellt oder hinhängt. Die neuen Lichter. Die wäre irgendwie voll cool. Sag deinem PC mal, das soll ein bisschen ruhiger sein. Nein, ich sag dem PC nicht, dass er ruhiger sein soll. Der mag dich nur nicht, deswegen ist er so laut. Was, der mag den Pox nicht? Nee, er mag den Pox nicht. Ach so. Also deine Freundin soll sich jetzt erstmal nicht beschweren. Ich habe jetzt hier fast eine ganze Folge. Ja, ist doch gut, verdammt. Er beschwert sich immer so schnell. Ah. Ihr sollt nicht rumschreien hier. Ich schrei so viel ich will. Nein. Doch. Nein. Doch. Es ist gut für die Gesundheit. Genau. Schreien ist gut für die Gesundheit. Natürlich. Oh mein Gott, jetzt habt ihr... Oh mein Gott. Nein, das hättet ihr Pox jetzt nicht sagen dürfen. Okay, es ist gut für jede Gesundheit, außer die von Pox. Hast du das gehört, Pox? Nimm das wahr. Hast du das gehört? Gut. Von welchem Pox spricht ihr die ganze Zeit eigentlich? Von Christian, ne? Pox. Ja. Okay, Christian, halt's Maul. Hä? Ich hab schon mal immer gesagt, dass du verdammt verletzend sein kannst. Yep. So, jetzt gucke ich mir nochmal Pox den Tunnel an, während ich ja die Straße weitergebaut habe, weil ich muss ja nachher eh noch massig Stein holen. So, und zurück in Transen City. Bam. Transen City, oh yeah. Muss ich eigentlich für unseren Tunnel noch eine eigene Bauarea anlegen? Yep. Nee. City of Justice. Oh, City of Peace. Was? Nein, ich hab keinen Stein mehr. Alter, jetzt darf Transen City ist die City of Peace. Ja, ist klar. Okay, das muss ich jetzt machen, sonst komm ich hier nicht hoch. Er läuft mit Anlauf auf mich zu und weg war. So ein Freitod. Hier. Nein, ich war nicht tot. Okay. Ich bin nur noch umgeklippt. So. Ich weiß, was der Pox möchte von mir. Was? Licht. Nein, du sollst dir das da vorne mal angucken. Sekunde. Ist doch dunkel hier. Glück halt, ey. Nee. Es soll auch anders ist für Steine. Pflaster, genau. Pflastersteine. Wie Pox dir mal eben den Tunnel so schnell ausgehoben hat, ne? Ja, das sollte reichen. Ab zurück. Ich glaub, du hast ein Brett vorm Kopf. Ja, was man wieder nicht wegkriegt, ne? Du hast Blätter sind cool. Leben. Kann man ein Baumhaus bauen? Oh mein Gott, Hanky. So. Ich würde hier unten gerne einen Baum pflanzen. Ist das möglich? In der Höhle? Mhm. Ja, hat Chili auch. Cool. Oh ja. Ja, das sieht schon mal gut aus. Alter Pox, wo bist du denn? Wie, wo bin ich denn? Ich schon ein gutes Stück nach vorne gekommen. Wieso willst du denn jetzt hier so tief runter? Wie tief runter? Das habe ich zuvor schon ausgegraben und habe dann gemerkt, verdammt, ich bin viel zu tief. Grab die ganze Zeit alles neu aus hier. Ja, seht ihr mal, ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ja. Ich knicken. So. Aber ich habe jetzt keine Steine mehr, deswegen... Och, ich leide. Auch nicht. Ich habe leider auch keine Steine mehr. Ich habe nur noch Erde. Ja, mit Erde kannst du ja auch die Dinger machen. Ja, ja, klar. Aber wir haben jetzt einen Tunnel unterm Tunnel auf jeden Fall. Ein Tunnel unterm Tunnel? Ja, da kannst du hier unten dran vorbeilaufen. Achso. Und ich bin auch die ganze Zeit am überlegen, ob ich hier noch so Fluchträume mache. Ne? So, weißt du, wie es halt auch sind, so Autobahn. Oh Mist! So Schutzräume. Oh, das ist nicht gut. Da waren Bäume im Boden. Ja, da. Da war dich, naja, okay. Kann man Leitern wieder kaputt machen? Ja. Ja, indem du die wieder abschlägst. Oh, okay. Oh, Leute, hier geht's auch.
nämlich was ja, falsch gemacht. Ja, so langsam wird der Turm eingerichtet. So. Ja, geht doch von der Helligkeit her doch. Ja, passt. Also, warte mal, ich drücke mal auf L. Boah, das ist schon echt hart dunkel, ne, aber... Ja, das finde ich gar nicht. Ich weiß nicht, ich habe meine Brightness hier auf... Hier müsste vielleicht noch irgendwo was hin. Ach, Quatsch. Es muss auch mal dunkle Stellen geben, finde ich. Ach so. Das sind dann die Stellen, wo Droh und Pox sich verstecken. So, zufrieden. Ja, viel besser. Oh, ne Putzi! Selber. Pox. Warum stirbst du einfach? Weil ich immer irgendwie noch ein HP hatte. Oh. Oh Mann. Nicht weinen, Henki, alles gut. Ich bin hier nur in einem Spiel. Moment mal, kann man die Leitern größer machen? Nein, aber cool. Ich hab hier einen Bug. Welchen? Welchen? Ich hab die ganze Zeit hier. Warte. Warte, Pox, warte. Bleib. Geh mal, komm mal ein bisschen hierher. Ja, stopp. Warte. So, warte. Jetzt dreh dich um. Zack. Du Cheater! Warte. Das Tolle ist, ich kann mich auch nicht umdrehen. Ach so. Oh Gott, das hatte ich beim letzten Mal auch. Ich musste einen Relog machen. Aber weißt du, was cool ist? Ja. Ich bin hinter dir. Ach Gott, wenn du auf Respawn drückst. Klar, logisch. Ja. Der Screen geht nicht mehr weg. Dann müsstest du einmal auf Quiet drücken. Ich renne hier einfach so mal durch die Gegend. Oh, wer spielt denn der Klavier? Der Pox schon wieder? Nein. Liebe Entwickler Red 5, ich werde dir dann hier das Video nochmal zeigen, ja, dass du das mal weißt. Pox hat mich getötet und ich hänge in diesem Bildschirm rum. Wie gesagt, das ist ein unbekannter Bug. Ist ja auch im Forum schon gemeldet? Das weiß ich. Ich meins Red 51, aber. Ja. Nicht Red 5. Oh, cool. Aber hey, wisst ihr, was ganz wichtig ist? Ja. Ich kann jedenfalls noch abtauchen mit F2, das funktioniert alles noch. Ja, ja, klar, du kannst dich nur nicht mehr drehen. Ja. Weil der Screen nicht weggeht. Ah, da ist meine Leiche. Nein. Nein, noch ein Stück nach links. Verdammt, ich muss runter. Henki, wie ist es denn? Sollen wir dich auch an den Tunnel anbinden? Ich meine, du bist ja auch so ein Untergrundhöhlenbesitzer, ne? Ja, könnt ihr machen, aber ich muss dafür noch die bestimmte Höhle graben. Ja, da kannst du dann mit F2 gucken, wo die ungefähr ist. Ja. Nein, ich hallo. Hab meine Axt fallen gelassen. Nein. Du fliegst hier aber, oder? Ja, ich fliege. So, gucken wir mal. Ja. Gucken wir mal jetzt, was der Henki so macht. Da ist der Henki. Henki, ich komme in deine Höhle rein. Ja. Ich sehe zwar nicht jetzt viel, weil ich mich nicht drehen kann so richtig, aber... Okay, das passt. Ah, guck mal, Leute, da sieht man doch so ein bisschen was. Oh, doch, ich habe die Leiter richtig. Warte mal. Aber welche Leiter? Moment, wieso Leiter? Ach, guck mal. Ja. Gang nach unten, aber da ist noch nicht viel. Kuckuck. Also beim Henki sieht schon mal sehr cool aus, aber der ist ganz schön langsam irgendwie. Ja, der ist ganz schön langsam. Ach so, mit dem Bauen, ja. Mhm. Weiß nicht, ich mache irgendwie jede Folge ja dran weiter, aber da passiert nur schrittweise was. Ja, mit dem Graben. Der Sanrillas hat jetzt hier auch eine Leiter hingebaut, ne? Wo? Wo bist denn du? In seinem Turm da. Warte, oh, ich sehe dich. Ich sehe zwar den Turm noch nicht, aber ich sehe euch da rumschweben. Gut. So, wir sind jetzt wieder bei 15 Minuten. Ja, ich habe das jetzt extra hier mal drin gelassen, dass der Entwickler das auch mal sehen kann. Dass er auch haargenau weiß, was das für ein Fehler ist, weil, wie gesagt, ich kann hier noch die Waffen und alles auswählen, ja. Ins Crafting-Menü kann ich komischerweise nicht, aber egal. Ich bin fast tot. Ich auch. Und hey, ich kann noch... Und das Coole ist, ich kann auch nicht mehr Respawn drücken. Okay, ich habe den gleichen Bug wie du jetzt. Yay, ich mache alles kaputt. Cool. Ey, aber ich kann mich wieder drehen. Hä? Wie, du kannst dich wieder drehen? Ich kann mich wieder drehen. Aber ich kann mich nicht selber looten. Hä? Guck. Aber, warte mal. Ach, du musst Escape drücken. Ach, mach das mal wie bei, Liv. Bei Liv? Ja. Dann? Naja.
drückst du Escape und dann kommst du aus dem Menü raus. Dann kannst du dich jeweils wieder drehen. Nein. Oh doch, tatsächlich. Das ist jetzt neu, beim letzten Mal ging das nicht. Ja, toll. Okay. Gut, also liebe Leute, haut rein und ich bin euer Tro. Bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö. Ciao. Tschüss. Und einen feurigen Tag noch, während die beiden da tot rumdümpeln mit Bugs ohne Ende.